Herzlich willkommen zum ersten Plenum des Jahres 2015 hier bei Allgäu TV. Nach den Klausuren und nach, wie man hört, erfrischenden Diskussionen zeigen sich die Abgeordneten heute wieder sozusagen mit Schlips. Und bereits unser erstes Thema tangiert einen Grundsatz. Die Aufsichts- und Kontrollgremien des privaten und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also Radio und Fernsehen, müssen staatsfern besetzt werden. Ob das so ist, darüber gibt es Unstimmigkeiten. Wir haben ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum ZDF-Staatsvertrag. Hier ist festgestellt worden, dass zu viele Vertreter der Parlamente und der Politik im Gremium sind. In Bayern haben wir, was den Staat betrifft, nicht zu viele, da aber Bürgermeister dazu gezählt werden und auch Abgeordnete, die für Verbände dabei sind, müssen wir das Gesetz ändern. Dies werden wir tun und werden dies anpassen, sodass wir die gesetzlich vorgeschriebene Zahl erreichen. Bei uns ist aber keine große Anpassung nötig. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, maximal ein Drittel, und wir haben 17 von 47, die staatsnah sind. Deswegen muss hier etwas passieren. Und deswegen verlangen die Freien Wähler in ihrem Gesetzentwurf, dass die Zahl auf 8 sinkt und die Staatsregierung gar nicht mehr in diesem Gremium beteiligt ist. Bei unserem zweiten Thema geht es um Pflege. Neben einer besseren Finanzierung der Ausbildung soll auch die Qualität der häuslichen Pflege erhöht und kontrolliert werden, damit das Pflegegeld auch den Alten zugutekommt. Der Bund hat hier einiges getan, die Familienpflege zu verbessern. Finanziell ist es verbessert worden. Es gibt den Anspruch auf Freistellung. Und wir brauchen auch niedrigschwellige Angebote, beispielsweise zusätzliche Ermöglichung von Haushaltshilfen, was ebenfalls schon gegeben ist. Und da möchte ich noch auf die Anstrengungen der Verbände und der Institutionen, wie beispielsweise Tagespflege und Kurzzeitpflege, verweisen. Auch dies ist ganz, ganz wichtig, dass beispielsweise auch ein pflegender Angehöriger einmal Urlaub machen kann. Jetzt zeigt sich, dass es ein grober Fehler war, die Wehrpflicht und damit auch den Zivildienst abzuschaffen. Wir brauchen mehr Pflegekräfte, und zwar aus der Mitte der Gesellschaft. Um die Angehörigen zu entlasten, brauchen wir mehr Kurzzeitpflege. Wir brauchen flexiblere Angebote, wie zum Beispiel auch Pflegehotels. Und wir brauchen häusliche Unterstützung, damit der Anspruch ambulant vor stationär durchgehalten werden kann. Soweit die aktuellen Nachrichten und Meinungen aus dem Bayerischen Landtag hier bei Allgäu TV. Liebe Zuschauer, in der kommenden Woche, da sehen wir uns wieder zu Plenum TV. Bis dahin, Servus.